Ja, es sind eigentlich drei Dinge. Erstens, ich habe es selber vor 40 Jahren gelesen und war total begeistert. Dann habe ich es 20 Jahre später nochmal gelesen mit meinen Kindern zusammen, beziehungsweise angelesen. Den Rest mussten die dann alleine lesen, weil sie sollten ja ihr eigenes Erlebnis haben. Und was mich besonders fasziniert, dass selbst heute nach 40 Jahren, wenn man unsere Kunden befragt, und das haben wir gerade in einer größeren Befragung auch getan, also nicht speziell jetzt für die unendliche Geschichte, dass immer noch dieses Buch zu den 10 Büchern gehört, die am meisten gelesen wurden und wo die Kunden sagen, das sind die schönsten Bücher. Also warum ist das wohl so? Und ich glaube, wenn man sich die Geschichte anschaut, wo der lesende Bastian am Ende die Handlung, die Geschichte immer selber mit beeinflussen kann, dann ist das ein schönes Signal, was aus diesem Buch hervorgeht, nämlich bleib wach. Tauche zwar in neue Geschichten ein, tauche in neue Umgebungen ein, aber bleib kritisch, bleib wach und entwickel dann aus dem, was du dort liest, einen Gestaltungswille nach vorne. Und deshalb glaube ich, dass sowohl für Kinder wie für Erwachsene das nach wie vor nicht nur ein wunderschönes Buch ist, sondern von seiner Kernbotschaft unheimlich zeitgemäß.